was passiert denn da eigentlich? Und was kannst du, genau, was kannst du tun, damit du wieder, wie der Felix so schön sagt, in den Driver's Seat zurückkommst? Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Wie kannst du die Kontrolle nach einer Trennung zurückgewinnen? In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir über Themen, die wir auch häufig bei uns im Coaching haben. Und zwar, dass, wenn sich jemand von dir getrennt hat, dass du gerne die Kontrolle über dein Leben zurückkommen möchtest. Denn es kann ja passieren, dass dir der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, dass du dich alleine fühlst, dass du gerade nicht weißt, wie es weitergehen soll und du einfach wieder zurück in die Kontrolle kommen möchtest. Und genau dieses Thema werden wir heute einmal mit dir erarbeiten, damit du am Ende des Podcasts genau weißt, was du jetzt tun kannst, um in den Driver's Seat zurückzukommen. Lieber Ralf, warum ist es so wichtig, dass wir da heute nochmal drüber sprechen? Weißt du, Felix, ganz, ganz viele Menschen, gerade nach einer Trennung, der Verlassene, die Verlassene, die sind mehr in der Reaktion als in der Aktion. Ja, sie haben akzeptiert, die Trennung ist jetzt gerade ausgesprochen, der andere braucht seinen Raum, seine Zeit, seinen Freiraum, um sich nochmal neu setten zu können, vielleicht auch emotional runterfahren zu können, und jetzt wartest du und wartest und wartest. Was macht der andere? Du gehst so in so eine Beobachterrolle, beobachtest, was macht denn der andere, die andere jetzt gerade, und stellst irgendwann fest, Menschenskinder, das verletzt mich die ganze Zeit, das tut mir nicht gut, aber irgendwie zieht es mich auch noch immer weiter nach unten. Und aus diesem Strudel rauszukommen, ist einer der wichtigsten Schritte, wenn du überhaupt A, wieder deine Lebensqualität zurückhaben willst und überhaupt eine Chance auf einen Neustart, ein Comeback in deine neue, alte Beziehung haben möchtest. Und deswegen ist so wichtig, dass wir heute mal darauf schauen, was passiert denn da eigentlich und was kannst du, genau, was kannst du tun, damit du wieder, wie der Felix so schön sagt, in den Driver's Seat zurückkommst. Um es unseren Zuhörerinnen jetzt mal einfacher zu machen, das Ganze zu verstehen, hast du vielleicht ein Beispiel bei uns aus der Coaching-Praxis, wo das schon mal vorgekommen ist und wo wir jemandem zurück in den Driver's Seat geholfen haben? Ich erzähle dir mal die Geschichte vom Klaus. Der Klaus war einige Jahre mit seiner Frau verheiratet und ja, für ihn war es wie heiterer Himmel, für sie wahrscheinlich nicht so, aber für ihn war es wie aus heiterem Himmel, dass sie gesagt hat, du, die Gefühle sind nicht mehr da, ich habe auch schon eine eigene Wohnung gefunden, ich werde ausziehen. Und für den Klaus, klar, ist erstmal die Welt zusammengebrochen, hat die Welt überhaupt nicht verstanden, er hat auch gar nicht verstanden, worum geht es hier eigentlich, was ist hier los? In seinem Enthusiasmus, in seiner, ja, seinem Willen, etwas zu verändern, hat er direkt erstmal eine Paartherapie vorgeschlagen und sie hat sich auch darauf eingelassen und gesagt, okay, ja, komm, machen wir eine Paartherapie. Und im Grunde wollte ich Klaus eins. Er wollte, dass sie versteht, dass sie einen riesengroßen Fehler macht, dass sie versteht, dass sie da gerade auf dem Holzweg ist und sich wieder für die Beziehung mit Klaus entscheidet. Wenn du das so betonst, dann klingt das schon ein bisschen so, als wäre das nicht die optimale Vorgehensweise oder nicht das optimale Interesse, das dort vertreten werden sollte. Weißt du, Felix, ganz häufig ist es so, dass der Verlassene, ne, der Getrennte, der Meinung ist, dass der andere gerade den Fehler macht, dass der andere gerade irgendetwas schuld ist, nämlich zum Beispiel an dem Zerbrechen der Beziehung. Und der Blick auf das eigene Handeln, das eigene Zutun, der wird komplett weggelassen. Das ist so, als hättest du eine Sonnenbrille auf, die nur in eine einzige Richtung gucken kann, nämlich in die Richtung des anderen. So, und das eigene Zutun ist aber ganz, ganz wichtig, zu schauen, was ist denn die Dynamik in einer Beziehung, die dazu geführt hat, dahin zu kommen. Und immer dann, wenn wir die Schuld beim anderen suchen, wenn wir nach draußen gucken, dann sind wir nicht mehr im Driver's Seat. Sondern wir sind dabei, nach außen zu schauen, ne, zu gucken, was machen andere falsch, was hätten sie anders besser machen können, damit es mir, und so ging es dem Klaus ja auch, was muss seine Frau einsehen? Die muss einsehen, dass sie auf dem Holzweg ist, damit es ihm besser geht. Und er beobachtete also das Verhalten von ihr, er wartete darauf, dass sie jetzt endlich sagt, du, ich habe dich vermisst, ich möchte wieder zurück. Und er hat angefangen, sie zu kontrollieren, ne, zu beobachten, wo geht sie hin, was tut sie nicht für ihn. Und damit
hat er sich und die Kontrolle über sein Leben komplett aufgegeben und verloren. Das bedeutet also auch gleichzeitig, dass er die Verantwortung für sein gesamtes Leben abgegeben hat. Und ist dann sozusagen der Weg, wieder zurück in die Verantwortung zu kommen, oder wie funktioniert das? Ja, zum einen hat er die Verantwortung für sein Leben abgegeben, aber was dem Klaus auch passiert ist, er hat gleichzeitig die Verantwortung für sein Glück in ihre Hände gegeben und sagt, ich kann nur glücklich sein, wenn sie wieder an meiner Seite ist, weil wenn sie wieder da ist, dann kann ich entspannen. Und solange sie nicht da ist, bin ich angespannt, weil ich ja nicht weiß, was sie tut. Und jetzt fühl mal selber rein. Hör dir das selber mal an. Der andere weiß ja nicht, der Klaus weiß nicht, was seine Frau tut. Und deswegen kann er nicht entspannen. Und er kann erst entspannen, wenn sie sagt, ich komme wieder zu dir zurück. Und dann hat er mir was ganz Spannendes erzählt, und das ist oft so, dass seine Frau nämlich schon ganz, ganz woanders ist. Dass sie ihr Leben genießen will, dass sie Spaß hat mit den Menschen um sich herum und nicht die Verantwortung für jemand anders übernehmen möchte. Und schon gar nicht für einen erwachsenen Menschen. Sie hat es also schon gemerkt, dass sie verantwortlich ist dafür, dass es ihm gut geht. Und was sind jetzt so die Schritte gewesen, die der Klaus unternommen hat, um wieder zurück ins Beziehungsglück zu finden? Der erste, und das ist wirklich der allerwichtigste Schritt, ist erstmal zu akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Zu akzeptieren, ja, wir sind gerade getrennt, ja, ich habe das Gefühl, dass ich nur glücklich sein kann, wenn sie wieder da ist. Akzeptanz ist eines der wichtigsten Dinge, die notwendig sind, um in die Veränderung gehen zu können. Weil dann, was ist passiert als nächstes? Weißt du, das Leben in die eigenen Hände nehmen, bedeutet auch, mit seinen eigenen Entscheidungen Frieden schließen zu können. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du wartest darauf, dass der andere etwas tut, oder du entscheidest, selber etwas zu unternehmen, was dir persönlich gut tut. Also auch die Dinge, die um dich herum passieren, auf deine für dich positive Art zu bewerten. Also du kannst natürlich wie der Klaus der Meinung sein, ja, sie hat mich verlassen und sie ist böse und sie hat mich nicht lieb und ich werde nie wieder glücklich sein ohne sie. Oder du sagst dir, wie es der Klaus später gemacht hat, weißt du was, ich entscheide mich dafür, dass ich glücklich bin. Und alles, was ich jetzt tue, tue ich, weil es mir gut tut. Ich tue die Dinge, die mir gut tun. Und ich weiß und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich glücklich bin und ich mein Leben lebe mit Harmonie, mit einem Strahlen im Gesicht, dann gibt es keinen Grund für meine Ex, mich nicht mehr zu mögen und sich von mir zu distanzieren. Im Gegenteil, ich ziehe sie magisch an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich raus aus der Angst, rein in die Positivität, in den Spaß. Nicht Angst haben, etwas falsch zu machen, sondern zu sagen, weißt du was, und jetzt habe ich einfach nur Spaß an meinem Leben, an den Dingen, die ich tue. Und jemand, der Spaß hat, ja, und die Dinge, die er macht, gerne macht, der hat auch immer jemand an seiner Seite, der das toll findet. Und das ist eins der wichtigsten Punkte. Akzeptieren und anfangen, die Dinge aktiv in die Hand zu nehmen. Raus aus der Warteposition, rein in deine Aktivität. Das ist ja meistens hier so im Podcast, Ralf, wenn du das erzählst, das klingt immer alles so einfach. Kann ich mir aber vorstellen, dass das für den einen Zuhörer vielleicht nicht ganz so einfach ist. Wie geht das denn so einfach, wenn du das immer so einfach beschreibst? In dem Moment, in dem dir bewusst wird, dass du gerade wartest, in dem Moment, in dem dir bewusst wird, dass du gerade nicht du selber bist, zwei Worte. Stop it. Höre auf damit. Nochmal, stopp es. Du hast es doch gerade gemerkt, also stopp es. Und dreh deinen Gedanken mal um. Was müsste jetzt passieren, damit es dir gut geht? Was kannst du aktiv für dich tun, damit es dir besser geht? Ist es Joggen? Ist es irgendein Sport? Ist es sich mit Freunden treffen? Ist es ein schönes Buch lesen? Ist es vielleicht einfach nur aufzuhören, in dem Elend zu suhlen und zu schauen, was würde dir jetzt gut tun? Stopp es. Mache einfach das Gegenteil. Eins der wichtigsten Punkte.
das Bewusstsein zu erlangen, was passiert da gerade und aufzuhören mit diesen Gedanken einfach mal aufzuschreiben, zerknüll ihn, schmeiß ihn weg, verbrenn ihn, was auch immer es ist. Lass ihn einfach los. Hör auf damit. Und entscheide dich dafür, dass du jetzt und hier glücklich sein möchtest. Und wenn du alles, was du tust, zu deinem Event machst, nicht zum Event von anderen, sondern es wird dein Event, es ist deine Entscheidung, ich fahre an diesem Wochenende weg und ich entscheide mich, ein schönes Wochenende zu haben, dann wirst du ein schönes Wochenende haben. Hör auf mit der Negativität, komm rein in deine Positivität. Positive Menschen ziehen andere Menschen an. Das war so, das ist so und es wird immer so sein. Jetzt, wo du wieder über diese Positivitätsresonanz sprichst, gibt es vielleicht so den ein oder anderen Hack oder den ein oder anderen Trick, den ich anwenden kann, um diese Positivität in mein Leben zu bekommen? Das, was mir in meinem persönlichen Leben immer am besten und am meisten weitergeholfen hat, war allein der Gedanke, alles passiert aus einem guten Grund. Alles, was hier in meinem Leben passiert, hat für mich einen positiven Grund. Manchmal kannte ich den Grund noch nicht. Aber ich habe mich darauf verlassen, dass mir das Schicksal und mein Leben zeigen wird, wofür ist das gut? Warum ist es wichtig gewesen, dass meine Partnerin sich Weihnachten von mir getrennt hat? Weil ich nur dadurch in die Veränderung kommen konnte. Es hat sich an dem Tag nicht nach einem großen Event angefühlt, nach einem positiven Event. Aber ich bin mit dem Gedanken durch die Welt gegangen, es muss für irgendwas gut sein. Und nur so bin ich auf den Gedanken gekommen, mal drüber nachzudenken, was ist denn in all meinen Beziehungen gleich gewesen? Wo ist die Parallele? Also wenn du in die Welt gehst und es passiert etwas, was dir nicht gefällt, frag dich, okay, wofür könnte das heute gut sein? Was will mir das Leben, das Schicksal der andere, was auch immer damit sagen? Und wenn du gerade noch keine Antwort hast, dann vertraue darauf, dass dir diese Antwort gegeben wird. Irgendwie. Sehr gut. Und wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich das Ganze alleine machen soll und wie ich jetzt alleine zurückkomme, die Kontrolle zurückzugewinnen in den Driver Seat und wenn mir das mit der Positivität vielleicht manchmal ein bisschen schwerfällt, was kann ich tun, um das Ganze mit dir zusammen zu machen? Mach's wie der Klaus, klicke jetzt in die Shownotes und vereinbare dir dein kostenloses Erstgespräch und wir helfen dir garantiert zurück ins Beziehungsglück. Und solltest du zu den Zweiflern gehören, zu den Denkern, die immer noch nicht wissen, soll ich mich jetzt melden oder soll ich mich nicht melden? Bringt mir das Ganze was? Was erwartet mich dort? Habe ich für dich einmal hier ein Feedback von einem unserer Coaching-Teilnehmer. Für was ich mich aber wirklich nochmal bei dir, Ralf und Felix bedanken möchte, ist, dass ihr mich weiter begleitet auf meinen langen Weg. Ihr seht so viel Potenzial in mir. Und dass ihr sagt, wir machen mit dir weiter. Ne? Ja, es kostet alles Geld, aber ich muss auch ganz ernsthaft sagen, jeder Cent von euch, den ich investiert habe, jeden Cent, den ich ausgegeben habe, ist seine Sache wert. Und ich bereue nichts, dass ich das bezahlt habe. Und ich würde auch das immer wieder machen. Weil alleine, Geld alleine macht nicht glücklich, sondern das, wo ihr uns hinführt. Und ich habe mich unheimlich weiterentwickelt schon. Ja, und das ist nur durch euer Konzept. Und da unterscheidet sich Coach von Coach. Ne? Wo gibt denn das sowas zum Beispiel? Und wo ich auf einem Samstagabend, so wie heute, oder sonntags oder feiertags, wenn ich ein Problem oder Sorgen habe, Fragen habe, wenn es mir nicht gut geht, meinen Coach erreiche und der mir in kurzer Zeit auch antwortet und für mich da ist. Das gibt es nur bei euch. Und deswegen, unter anderem, ist das ein Grund, warum ich wirklich sage, auch euer Konzept ist super, dass ich in jedem Einzelnen aus meinem Freundeskreis euer Coaching definitiv empfehlen werde, mit gutem Gewissen. Und wie gesagt, ich würde das immer wieder machen. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.